Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Der AMX 1357, der Todnagler in World of Tanks. Aktuell genauso wie der Skoda T56 im Premium Shop im Angebot bis zum 29. April früh um 7 für zwei Angebote, wo man ehrlicherweise sagen muss, lasst die Finger davon. Nicht, weil der Panzer schlecht ist, sondern weil sie einfach unverschämt teuer sind. Weil da halt ein Haufen Dreingaben, vor allen Dingen Gold mit dabei ist. Wenn man das nicht unbedingt braucht, dann bezahlt man hier einen Haufen Kohle für einen Tier 7er Premium leichten Panzer. Das erste, das kleine Angebot, 34,26 Euro, das große 54,81 Euro. Und damit ist selbst das kleine Angebot teurer als ein regulärer Premium 8er Light, der nämlich roundabout oder die roundabout immer so um die 25 Euro kosten. Von daher überlegt es euch gut. Wargaming macht aus dem hier immer so einen kleinen Mythos, den gab es oder gibt es ja auch noch als 1357 Grand Finals. Hat den dann irgendwann nicht mehr gebracht, den Panzer, weil er ja problematisch ist. Jetzt gibt es ihn seit einigen Jahren immer mal wieder zum Kaufen, wie jetzt aktuell auch. Tatsächlich ist es ein Fahrzeug, der zwischenzeitlich mal problematisch war. Mittlerweile, ja, sieht man ihn hin und wieder. Er macht Spaß. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass der Power Creep aus den letzten Jahren auch an ihm nicht spurlos vorübergegangen ist. Und man muss natürlich einerseits Light fahren können. Und wie gesagt, der Power Creep ist halt auch an dem nicht spurlos vorübergegangen. Nichtsdestotrotz ist es ein schönes Fahrzeug. Nur für das, was er aktuell im Angebot ist, für den Preis, würde ich ihn mir nicht unbedingt kaufen. Ob nun 1357 oder 1357 Grand Finals macht im Grunde keinen Unterschied, außer die Tarnung, denn beim Grand Finals ist die fest mit drauf, da kann man sich die nicht aussuchen. Ansonsten sind die beiden Fahrzeuge identisch. Er hat, wie die Nummerierung vermuten lässt, eine 57mm Kanone mit 143 Pen auf der AP und auf der Premium Munition, was eine APCR ist, von 195, übrigens die APCR auch mit sehr herausragenden Fluggeschwindigkeiten von fast 1500 Meter pro Sekunde. Die Durchschlagsleistung, wenn man sich die mal anguckt und den Setter und den Spickmann außen vor lässt, bewegt sich die Standardmunition hier im absolut normalen Light-Bereich. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist ein Premium Light und der hat also auch diese Veränderung von damals nicht mitgenommen. Das sieht man teilweise, ich sage extra teilweise, an der Mobilität, wobei man hier fairerweise sagen muss, so krass sind die Unterschiede dann doch nicht. Man sieht es noch an der Sichtweite, die ist nämlich relativ gut oder sehr gut mit 390 Metern. Das haben nicht so viele auf der Tierstufe, die Lights, nur der Spick. Ansonsten ist er da so ein bisschen outstanding, aber die restlichen Werte, obwohl es halt ein alter Light ist, sind gar nicht mal so groß unterschiedlich. Was macht das Fahrzeug denn nun so besonders? Ich habe ja am Anfang gesagt, der Todnagler. Und genau das ist das. Er hat nämlich einen Autoloader-Clip mit 8 Granaten im Magazin. Er hat einen Alpha pro Granate von 90. Und wenn dann alle 8 Granaten treffen, dann kommen wir hier auf einen Alpha oder einen potenziellen Clip-Damage von 720. Der Intra-Clip-Reload ist eine Sekunde. Das heißt, er braucht insgesamt 7 Sekunden, um den ganzen Clip rauszurotzen. Und wenn man dafür so ein bisschen ein Händchen hat, also die Situation zu erkennen, wo man reinfahren kann, Auto-Aim, den Clip komplett reinrotzt, vielleicht den einen Schuss tradet, kommt immer ganz drauf an, gegen wen man da fährt, ne, ob man traden will oder nicht traden will mit den Hitpoints, dann kann das Ding richtig, richtig wehtun und vor allen Dingen richtig auf den Sack gehen. Und das kennt ihr ja, gerade die Experten, die das Ding noch mit APCR-Only spielen, weil sie der Meinung sind, dass sie mit der Standard-Pen auch gegen 7er oder auch gegen 6er und 5er nichts machen können, dann tut das Ding richtig weh und geht einem richtig auf den Sack. Und das ist halt das Problem, was das Fahrzeug auch so stark macht. Und dann kann er halt eben auch noch gut scouten, weil er halt im 7er-Bereich auch einfach
eine gute Sichtweite hat. Nachladezeit für das Magazin sind Stock 16 Sekunden. Er hat das also auch relativ schnell wieder nachgeladen und kann dementsprechend wirklich nicht nur spotten, sondern auch richtig, richtig wehtun. Und auch die Softstats auf der Kanone sind gar nicht so schlecht. Die sind gut, ja. Aber 0,37 Genauigkeit und 2,3 Sekunden die Einzielzeit lesen sich dann halt dafür, dass es ein Autoloader ist, der halt aller einer Sekunde die Granaten rausrutzt, nicht mehr ganz so gut. Das muss man aber auch wieder in einem gewissen Kontext betrachten. Wenn man ihn mit anderen Lights vergleicht, dann ist die Einzielzeit im Mittelmaß, das ist okay. Die Genauigkeit ist aber tendenziell eher schon wieder gut. Das Problem, was man halt bei dem hat, ist dieser Intra-Clip-Reload von einer Sekunde. Das heißt, wenn ihr auf relativ große Distanzen schießt und nicht den Gegner zirkelt, dann geht euer Fadenkreuz beim Dauerfeuer immer weiter auf. Ihr müsst also, wenn ihr auf Sniper-Modus seid, was eigentlich nicht wirklich empfehlenswert ist, immer so ein bisschen warten und könnt den Clip halt nicht in dieser maximalen Geschwindigkeit rausrotzen, wie es potenziell möglich ist, weil ihr ansonsten einfach nichts mehr trefft. Das nur zur Info. Top Speed 61 vorwärts, 23 rückwärts, 25,85 PS pro Tonne. Das Leistungsgewicht und damit ordnet er sich bei den 7er Lights ganz gut ein. Im Mittelfeld das Leistungsgewicht ist auch. Da gibt es ein paar, die sind besser, es gibt ein paar, die sind schlechter und genauso sieht es auch bei den Drehfreudigkeiten aus. Ja, und ansonsten, klar, hier sieht man übrigens jetzt schön den Clip, den Trade nimmt man dann mit und dann geht der TVP-VTU hier einfach raus. Ja, Panzerung hat das Ding nicht wirklich, also wenn ihr den seht, dann ladet durchaus mal eine HE, wenn ihr nicht gerade einen Fünfer seid mit einer ganz, ganz schlechten HE-Pen, aber das kann auf jeden Fall richtig nerven. Ich habe zum Beispiel auch schon von einem Radpanzer den Zweier, also vom Premium-Radpanzer den Zweier-HE-Clip bekommen und das war dann doch schon ziemlich ekelhaft. Tarnwert muss man auch sagen, also klar, ein LTG ist da ein Ticken besser, aber ansonsten, ja, kann man mitarbeiten. Im Sima-Vergleich gibt es da nichts, was irgendwie so richtig krass hervorsticht. Er ordnet sich da ganz gut im Mittelfeld ein. Und das dann halt in Kombination mit der Sichtweite ist echt, echt gut, muss man halt sagen. Mannschaft, das Layout, Commander, also Kommandant, Richtschütze, Fahrer. Der Kommandant ist Funker und Ladeschütze, genauso wie der Richtschütze. Damit könnt ihr die ganzen Autoloader, Light Crews der anderen Franzosen mit leveln. Da eignet er sich wirklich ganz gut. Wargaming hat es tatsächlich mal geschafft, auch Premium-Fahrzeuge zu bringen, wo das Crew-Layout dann auch passt zum Mannschaftsleveln. Auch wenn die Crew-Bücher da immer nicht so eine Rolle spielen. Module. Erster Slot der Kategorie-Slot natürlich für Scouting gedacht. Da würde ich jetzt persönlich eine Optik einbauen. Ansonsten kann man hier ein bisschen rumexperimentieren, ob man einen Drehmechanismus einbaut oder sogar ein Stabi, was bei dem geht. Lüftung für die Nachladezeit. Da muss man so ein bisschen rumexperimentieren. Als Anfänger würde man jetzt denken, naja gut, Schernfernrohr und Tarnnetz. Nee. Lights sind nicht die Passiv-Scouts. Er wird aus der Bewegung auch gespielt wie alle anderen leichten Panzer. Oder die allermeisten leichten Panzer. Und deswegen würde ich hier nicht ein Tarnnetz oder ein Schernfernrohr einpacken. Zumal die Zeiten, wo man die kostenlos aus- und einbauen konnten, ja auch vorbei sind. Und damit hat es jetzt auch keinen großen Vorteil mehr oder Nachteil. Ist halt wie mit allen Modulen. Deswegen Optik, Lüftung würde ich sagen. Und dann kann man ein bisschen experimentieren, was man noch in das Fahrzeug einbaut. Wenn ihr das Video also seht, wenn er irgendwann wieder im Angebot ist, nicht wie jetzt im April 2022 zu meiner Meinung nach recht unverschämten Preisen, dann kann man über das Fahrzeug durchaus nachdenken. Wargaming hat es ja auch irgendwann mal geschafft, beim E25 den zu einer, ich sag mal, regulären Preisen wieder anzubieten. Bei dem machen sie es aktuell nicht, warum auch immer. Ob nun ein E25 oder der 1357, meiner Meinung nach sind beide Fahrzeuge problematisch, auch wenn sie ihren Glanz, ihren richtig großen Glanz der Jahre verloren haben. Aber sei es drum. Zu dem Angebot, wie er aktuell verfügbar ist, würde ich jetzt einfach die Geldbörse nicht aufmachen, auch wenn es, wie gesagt, ein ganz gutes Fahrzeug ist. Am Ende hier die Runde.
kommt nicht unbedingt über den Spot-Schaden. Da hätte ich euch eine andere Runde noch zeigen können. Aber wie gesagt, das geht mit dem Fahrzeug ganz gut. Aber durch den Clip hat er halt auch sehr, sehr gutes Schadenspotenzial. Und deswegen ist dieses Fahrzeug halt einfach so, so schön und angenehm zu spielen. Auch für mich als jemand, der normalerweise mit Lights nicht so gut klarkommt, kann man dann durchaus auch mal so eine Runde wie hier haben. Und ich weiß gar nicht, kriege ich den Kill jetzt noch? Nope, den bekomme ich nicht mehr. Und wir springen mal in die Auswertung. Am Ende die Auswertung bringt hier eine zweite Klasse. Und nun möchte man denken, ja, das war jetzt auch nicht die überragendste Runde, oh Herr. Da geht natürlich noch mehr in so einem Light. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir waren Low-Tier gegen Tier 9. Und wir gucken gleich mal drauf, wie viel Base-XP es wirklich gegeben hat. Und dann wird wieder klar, wie stark dieses Fahrzeug eigentlich ist. Und warum vielleicht Wargaming da so eine Paywall davor hängt. Damit jetzt nicht die Siemer-Gefechte, weil wir gerade auch den E25 erst hatten, damit zugespammt werden. Orlex-Medaille gibt es noch oben drauf. Wir machen 2137 Schadenspunkte und 4 Kills. Und hier sehen wir es. 1269 Base-XP. Das lassen wir mal kurz sacken. Und dann denken wir uns, wow. Und das ist dann nur eine zweite Klasse. Hieran sehen wir also, wie stark das Fahrzeug gefahren wird. Und wie gut es also entsprechend sein muss. Und warum dann im Endeffekt vielleicht Wargaming sagt, wir wollen jetzt nicht zu viele Fahrzeuge auf Tier 7 bringen. Aber das ist halt eine komische Logik mit dieser Paywall. Beim E25 haben sie das ja auch ein paar Jahre lang versucht mit 50-Euro-Paketen. Davon sind sie ja mittlerweile wieder abgerückt. Bei dem, ich weiß es jetzt aus dem Kopf gar nicht, ob der schon mal günstiger im Angebot war. Einige wissen es vielleicht noch, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Aber ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, für den Preis aktuell würde ich den dort lieber im Shop lassen und nicht in die eigene Garage holen. 391 Spotting, ja, das war jetzt nicht die Spot-Runde, das war, sondern war eher eine Runde zum Schaden machen. Und wir sehen dann auch, wie teuer es werden kann. Einerseits mit den Verbrauchsgütern, aber auch mit der Munition. Wenn man dann halt das Ding als Spaßfahrzeug, wie man immer so klischeehaft sagt, und dann mit APCR only, oder sagen wir mal mit sehr, sehr viel APCR, dann ja, wird es halt teuer und dann sind das hier gerade mal nur, ja, was heißt nur? Es ist halt kein Plus, man macht halt Minus. Und das ist dann halt also ein Fahrzeug maximal zum Mannschaftsleveln und vor allen Dingen zum Spaß haben, aber definitiv nicht zum Credits verdienen. Trotzdem insgesamt hier fast 8000 XP aus dieser Runde rausbekommen. Was sagt ihr zu diesem leichten Panzer? Fahrt ihr ihn selber? Wenn ja, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Einerseits hier auf YouTube oder auf Twitch, aber auch auf Patreon, namentlich genannt Game One Fan, Kulle, Gorwin, Kirtano und Carbine. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.